Spekulationen über die Möglichkeit, dass König Charles Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre royalen Titel entzieht, machen weiterhin die Runde in den britischen Medien. Obwohl es theoretisch möglich ist, dass Charles Meghan ihren Herzoginnentitel aberkennen könnte, ist es unwahrscheinlich, dass er diesen Schritt gehen wird. Paradoxerweise würde Meghan dann nämlich zu Prinzessin Henry. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Die Autorin und Royal-Expertin Ingrid Seewart erklärte in der Prime-Video-Dokuserie The Royal Beat, dass König Charles wahrscheinlich davon absehen wird, den Titel zu entziehen. Seewart betont, wenn sie ihre Titel verlieren, ist Harry aufgrund seiner Blutsverwandtschaft immer noch ein Prinz und Meghan nicht mehr die Herzogin von Sussex, sondern Prinzessin Henry. Ihrer Meinung nach wäre es für Charles am besten, alles so zu belassen, wie es ist, da eine solche Aktion als unfreundlich und unnötig empfunden werden könnte. Warum würde Meghan zu Prinzessin Henry werden? Harry's Volstandiger Name ist Prinz Henry Charles Albert David. Obwohl er allgemein als Harry bekannt ist. In der königlichen Tradition nimmt eine Ehefrau ohne eigenen Titel den ihres Mannes an. Somit würde Meghan, die ihren Herzoginnentitel verliert, zu Prinzessin Henry. Ähnlich ist es bei Catherine, Princess of Wales, die sich, sollte sie ihren Titel verlieren, Prinzessin William nennen dürfte. Obwohl diese Namensänderung theoretisch möglich ist, bleibt sie ein unwahrscheinliches Szenario. Seewart fügt hinzu: Die Queen hat den beiden die Titel gegeben, sollen sie sie doch behalten. Gerüchte über den Entzug der Titel keimten auf, nachdem der Autor Tom Quinn behauptete, König Charles und Thronfolger Prinz William hätten lange darüber diskutiert, Harry und Meghan ihre Titel abzuerkennen. Doch auch Quinn sagte, sie haben Angst, dass dies nach hinten losgehen und die Situation verschlimmern würde. Insgesamt scheint es also, dass König Charles das bestehende Titelarrangement beibehalten wird, um keine unnötigen Komplikationen zu verursachen und die Dynamik innerhalb der königlichen Familie nicht weiter zu belasten. Und jetzt gib mir mein Futter oder ich besuche dich um 3 Uhr nachts und schaue dich böse an. Und lass mir ein Abo da.